Dann, Sreto, vielen Dank, dass du dir vor dem Spiel in Bielefeld die Zeit nimmst. Wir haben ein paar Fragen für dich, und zwar zum einen, wie habt ihr das Spiel am vergangenen Wochenende aufgearbeitet und welche Schlüsse, welche Lehren habt ihr daraus gezogen? Ja, überwiegend waren wir enttäuscht. Das ist ganz klar, das ist nicht das, was wir uns vorstellen und auch hier zu Hause anbieten wollen. Aber es gibt solche Spiele, die muss man auch dann analysieren. Das haben wir getan, mit der Mannschaft besprochen. Das war jetzt kein... ja, das war eher miteinander, das war kein Monolog. Wir haben uns schon unterhalten darüber, sodass wir auch viele Sachen aus der Mannschaft rausbekommen und selbstkritische Sachen. Das war auch gut. Und ja, wir auch aus diesem Spiel können wir eine Menge herausziehen und haben auch versucht, im Trainerteam darüber nachzudenken, ob wir im Vorfeld was verkehrt gemacht haben, in der Spielvorbereitung. Auch diese Themen wurden angesprochen, sodass wir ja, davon ausgehen, dass es nicht mehr so schnell passieren wird. Klingt hervorragend. Inwiefern hat sich das dann auf die Trainingswoche niedergeschlagen? Gab es da Veränderungen in der Vorbereitung? Ich muss sagen, das ist sehr gut gewesen. Die Trainingswoche war echt ganz, ganz gut. Wir haben eine gute Seriosität, aber auch die Lockerheit gehabt im Training, sodass wir uns alle jetzt auf das nächste Spiel freuen. Wie schlägt sich unser Neuzugang Stani? Gut, Stani ist jetzt 3 Tage dabei und hat jetzt länger nicht mit der Mannschaft trainiert, hat jetzt noch nicht die körperliche Verfassung, aber ja, das ist ein junger Spieler, der in der Vergangenheit gezeigt hat, dass er in der Lage ist, Unterschiede zu machen. Er ist sehr, sehr torgefährlich und schon jetzt in diesen 3 Trainingseinheiten hat man gesehen, dass er echt außergewöhnliche Qualitäten hat und wir freuen uns, dass er ist. Gib uns ein Update zum Personal. Wer steht in Bielefeld nicht zur Verfügung? Ja, aktuell ist es so, dass Luca Zander und Weik nicht dabei sind und sonst haben wir mit Beza Halimi, Spieler, der uns muskuläre Verletzung zugezogen und nicht zur Verfügung stehen wird, zumindest jetzt gegen Bielefeld, und hoffen, dass es danach weitergeht. Und eben Greil ist gesperrt durch diese gelb-rote Karte. Das ist schon eine Schwächung, muss man ganz klar sagen, aber wir haben im Mittelfeld die Jungs, die das mit Sicherheit annehmen werden und dann eben auch auffangen werden. Wie sieht der Plan aus, eben diese beiden Ausfälle in der Mittelfeldzentrale aufzufangen? Ja, wir haben, ich glaube, Lukas Wolf, Alexander Mülling, auch Fuchs, Alex Fuchs, die sind schon alles Jungs, die das spielen können, auch in der Vorbereitung herausragend gearbeitet haben, auf ihre Chance warten und da sind. Und ja, das ist so im Fußball und dann muss man da sein. Und ich hoffe, ja, dass wir das auch so machen werden. Die Vorbereitungen auf das Spiel in Bielefeld laufen mit Sicherheit bei euch auch auf Hochtouren. Auf was wird es ankommen, dass wir dort bestehen, dass wir dort 3 Punkte holen? Ja, ich glaube, dass wir in den ersten 3 Spielen gezeigt haben, dass wir anders können, dass dieses Spiel gegen Hannover kein Maßstab ist. Das ist auch ganz klar, das ist auch Tenor in der Mannschaft, sodass wir wirklich eine gewisse Seriosität brauchen, aber auch eine Lockerheit. Wir wollen auch Fußball spielen, wir wollen nicht jetzt nur noch gegen den Ball arbeiten. Dafür haben wir auch die Spieler und es wird darauf ankommen, dass wir eben diese Balance, diesen Mix reinbekommen und dass wir an uns glauben und vor allem intensiv Fußball spielen. In den letzten beiden Aufeinandertreffen zwischen dir und Mitch Kniat gab es jeweils 4 Tore. Können wir das am Wochenende auch wieder erwarten und wie wollt ihr mit der Intensität in Bielefeld umgehen? Ist ja immer eine gute Atmosphäre dort. Ja, das ist von den Rängen sowieso, aber ich glaube, dass es entscheidend sein wird, was wir anbieten. So, ja, gerne. Die Tore will ich schon sehen, aber ich muss jetzt nicht unbedingt irgendwelche kassieren. Ich glaube, dass wir eine gute defensive Arbeit leisten können. Die wird auch sehr, sehr nötig sein in Bielefeld und auf unsere Chancen dann eben auch lauern und sich herausspielen. Das können wir auch. So freue ich mich auf dieses Spiel. Das wird mit Sicherheit sehr, sehr intensiv und das wollen wir auch. Perfekt, das war's und vielen Dank. Danke.